Hallo liebe Briefmarkenfreunde, hier in diesem kleinen Video möchte ich ein paar Tipps geben für Benutzer des Epson Perfection Photo V600, der etwas abweicht von den Modellen 500, 550 oder den anderen Epson Scannern. Der wichtigste Punkt ist, in der Konfiguration haben wir unter sonstiges Struktur erhalten. Wenn man das anhakt, würden bei Fotos, die geriffelte Oberflächen oder matte Oberflächen haben, diese Oberflächen mitgescannt. Das will niemand. Bei Briefmarken ist das allerdings sehr erwünscht. Wir sehen dann Prägungen oder auch Büge oder eben jedwede Struktur an der Briefmarkenoberfläche oder zum Beispiel auch eine Gummiriffelung, die, wenn Struktur halt nicht angehakt ist, nicht sichtbar wäre. Das lassen wir also für Briefmarken an. Jetzt für den Scan von der Farbtafel wäre es allerdings egal. Bei Farbe hatten wir im Forum diese Einstellung ICM Epson Standard sRGB und hier oben alles ausgeschaltet, damit die Scans vergleichbar bleiben. Aber zum Scannen von Farbtafeln haben wir dazu unnatürliche Farben. Entweder man nimmt dann die Silverfast Software oder nimmt zum Beispiel die Einstellung Kalibrierung Epson, kontinuierliche automatische Belichtung, Bildschirm Gamma 2.2. Damit kommen wir schon der Realität sehr nah. Wir sehen hier im Vorschaubild einen Rahmen, den können wir auch mal wegmachen. Dann sehen wir, das Bild ändert sich sofort. Wir können aber diese automatische Belichtung, die ist hier durch den blauen Punkt sichtbar aktiviert, zurücksetzen. Dann haben wir in etwa natürliche Farben. So sehen die Farben tatsächlich aus. Ich sitze vor einem BenQ-Monitor, der sRGB zu 100% farbkalibriert richtig zeigt. Das heißt, die Farben, die ich sehe, die stimmen und die ich jetzt am Bildschirm sehe, das sind die Farben wie in diesem vergilbten Blatt aus dem Michel Farbenführer 37. Auflage, den ich da wohl schon um 30 Jahre lang habe. Wenn wir einen Ausschnitt ziehen und die Automatik springt an, sehen wir, wird der Weißabgleich dieses vergilbte Papier für weiß halten und entsprechend alle anderen Farben verfälschen, den Kontrast zu stark machen, also zurücksetzen. Und dann können wir den Bereich scannen, den wir möchten. Also immer wieder zurücksetzen, sodass die natürlichen Farben entstehen. Und dann haben wir einen der Realität sehr nahe kommenden farbigen Scan von einer Seite aus dem Farbenführer erstellt. Die Automatik ist mehr oder weniger darauf angewiesen, dass viele Farben im Bild enthalten sind, damit diese Art künstlicher Intelligenz sich ein Bild machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Farben tatsächlich aussehen könnten. Die Farben, die wir hier sehen, die stimmen.